Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim The Elder Scrolls 5. Ich weiß, zuletzt waren wir. Wo waren wir da eigentlich? Ja, zuletzt waren wir. Da nicht. Hier, genau. Im Zulft. Hinter euch. Habe ja im Zulft. Abgeschlossen und habe mir gedacht, okay. Ich porte erstmal hier rüber und dann beginne ich hier die Folge. Weil ich habe gesagt, im Let's Play werde ich nicht porten. Aber offline geht es ja immer. Kann ich für euch tun? Deswegen habe ich es mal eben gemacht. Und deswegen sind wir jetzt auch hier direkt. Spart ein bisschen Zeit. Und ja. Ich bin dann in M12 noch einmal den Typen vom Zyczyk-Orden begegnet. Der hat mir nur gesagt, ich soll halt schnell zur Winterfeste zurück und ich soll mich auf eine Herausforderung bereit machen. Also eigentlich gar nichts Wichtiges. Wir werden sowieso sehen, was kommt. Denn wir gehen erstmal zurück. Ich muss hier diesen Aren finden jetzt. Das ist wahrscheinlich unser Magister, nenne ich ihn einfach mal. Wer ist das hier? Das war der Wächter, ne? Akademiewache. Ich habe genau gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück, ja, ins Leben. Das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Wie? Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich will wissen, was er da drin macht. Ich gebe euch Deckung. Servus. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Was zum Teufel ist hier los? Ankano. Er ist da drin und macht etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hineinzugelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Okay. Dringe durch. Wie? Ich bin direkt hinter euch. Greift er mich sofort an? Hey! Was machst du da? Hör auf damit! Passiert nichts. Was ist hier vor? Ankano, hört sofort damit auf! Ich befehle es euch! Haltet euch fern von ihm! Oh, was passiert jetzt? Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Mir geht es gut. Ankano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Was ist denn überhaupt passiert? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Savos. Alles klar, was ist da drinnen los? Kranus immer noch da. Ciri ist auch da drinnen gefangen. Okay. Kommt die denn raus überhaupt? Ne, sie ist jetzt da drin gefangen. Okay. Wir müssen jetzt den Erzmagier finden. Wo könnte er sein? Gehen wir jetzt mal raus. Da ist er. Ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin Tölke geschehen? Es ist Arcane, er hat etwas mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen? Ist er dafür verantwortlich? Der Erzmagier tot? Getan hat. Da ist doch mehr. Es ist etwas mit Winterfeste geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ankano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch! Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Sie ist drin. Bin immer noch da. Schütze die Stadt. Was beschütze die Stadt Winterfeste? Was? Let's see. Ich gebe euch Deckung. Ich speichere nur kurz eben. Ich habe keine Ahnung, was los ist jetzt. Hallo, Iris. Was ist los? Was ist dort drin geschehen? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendetwas ist schiefgegangen. Winterfeste könnte sich in größter Gefahr befinden. Könnt ihr helfen?
Winterfeste könnte in Gefahr sein? Seht euch doch um. Ich würde sagen, das steht außer Zweifel. Ich sehe noch nichts. Gehen wir dort hinunter. Wir müssen etwas tun. Arniel, bleibt wachsam. Wir dürfen nicht zulassen, dass diesen Leuten etwas passiert. Müssen wir das? Ja, komm jetzt mit. Mal speichern. Was könnte da sein? Warum ist die Musik gerade so fröhlich? Oh, da sind viele Gegner. Level 56, du wirst mich verarschen. Ich treffe einfach gar nichts, ne? Ich schieße einfach nur blind rein gerade. Das sind, glaube ich, Gefährten, Alter. Ich sammle erstmal sein. Die hätte ich nie im Leben solo geschafft. Nie im Leben. Musik passt gar nicht. Okay, ich soll jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Okay. Puh. Das war jetzt gar nicht so schwer. Ja, jetzt, wo alles vorbei ist, kommt der oder was? So richtige Saves von Hagar. Okay. Gehen wir mal zurück und reden mit Mirabelle Irvine. Die Schwester von Eddie Irvine. Ich hab keine Ahnung. Wo soll die sein? Die hängt hier immer noch rum. Mirabelle. Nun, ist da draußen alles in Ordnung? Mit der Feste ist vorerst in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von uns sagen. Tolfti und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Aber warum nicht? Ich muss hierbleiben und versuchen, zu Ancano vorzudringen und dem Ganzen ein Ende zu machen. Für diese Aufgabe brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann. Außerdem erscheinen all diese Visionen schließlich euch, nicht wahr? Dann mache ich mich sofort nach einem Labyrinthchen auf. Was? Seid ihr sicher? Der Stab ist dort? Ja, so was mir gesagt. Das kann kein Zufall sein. Warum? Wovon redet ihr zur Hölle? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Okay. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört. Aber ich glaube, euch wird das es... Das Amulett von Mara? Oh, sorry. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ancano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Krieg. Savos Arens Amulett. Tokes von der Röntgen. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, was das alles war.
Ich muss unbedingt mal die Sachen, die ich nicht brauche, ablegen, ey. Das mache ich irgendwann im Off. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen lange. Und die ich zerstören kann, zerstöre ich, damit ich halt die Dinges gelernt habe. Jetzt suche ich diese scheiß Amulett, ich weiß aber nicht mehr, welches das ist. Soll ich einen Helm? Helm oder Simon kann ich locker kaputt machen, brauche ich nicht so mit. Magerstiefel, Rune verziert, okay, das ist was anderes. Mystische Handschuhe? Die sehen gut aus. Sabus Amulett, steigert die Magiker. Okay, das brauche ich nicht. Das könnte ich allerdings ihr geben. Hat die denn schon ein Amulett? Sie hat schon ein Amulett. Ich gebe euch Deckung. Aber was macht die Amulett? Was soll ich nehmen? Ich gebe hier einfach mal das Amulett. Ja, Moment. Ja. Was macht eigentlich das Amulett von Hakatosh? Aber das ist ja das, was sie hat. Die hat momentan dieses Amulett. Das wird ja gar nichts. Gib dir mal kurz. Das Amulett. Keine Ahnung, was das angezogen hat. Ist mir geht sogar... ihr voran? Okay. Wir müssen jetzt nach Labyrinthion. Das Problem ist, ich bin jetzt in der Aufnahme, das heißt, ich muss da jetzt hinlaufen. Ah, meine eigene Regel, also mache ich das doch so. Ich hoffe doch, dass. Ja. Labyrinthion ist wo ganz? Das ist nämlich hier unten ganz. Und zwar da. Da war ich tatsächlich schon mal drin. Wird eine weite Reise bis dahin. Einen Ärger macht, Stammesbruder. Ja. Oh, du bist auch ein Nord. Grüß Gott. Bin ich wohl ein Nord? In der Meinung, ich bin ein Nord. Ich wollte sowieso mal Statistiken, aber ich bin noch nie reingegangen. Kampf. Menschengüte, 558 Tiere, 360 Kreaturen, alte Untote. Kritische Treffer, Schleichangriffe, Überraschungsangriffe. Ich habe einen Überraschungsangriff. Prügelei gewonnen. Magie. Gospels. Quest. Abgeschlossen 32. Sonstige Ziele abgeschlossen 56. Hauptquest abgeschlossen 7. Nebenquest 6. Gefährtenquest. Akademie 7. Ja, dunkle Bruderschaftsquest abgeschlossen. Ach ja, das mit Cicero gehört zur dunklen Bruderschaft. Aber sonst sieht man ja nichts. Man steht da, man sieht einfach nochmal eine Stufe und so. Ich war der Meinung, ich habe am Anfang Nord ausgesucht. Kann man, glaube ich, in der dritten Folge nochmal sehen. Beziehungsweise habe ich, glaube ich, gleich da so angefangen mit der Charakterstellung. Aber ich habe den halt so hergestellt, wie ich den in Folge 1 hatte. Oh nein. Ich muss da aufpassen, wie gesagt, Level 56, die machen mich fertig. Oh, die sind immer noch hier. Ich weiß, mir ist auch kalt. Nee, ist mir nicht. Oh, draußen ist es kalt. Und die Leute sind da draußen. Oh, die Schlacht. Schlacht im Winterfeste. Ist bei euch alles in Ordnung? Einige Leute wollen Sijik-Mönche in Himmelsrand gesehen haben. Das ist ein uralter Orden. Ich dachte, der wäre schon lange ausgestorben. Ich bin direkt hinter euch. Noch lange nicht. Die sind nicht ausgestorben. Die sind nur auf ihrer Insel Arcaneum, wie die heißt. Damals mal früher im Leben, in der zweiten Ära. Ey, das war's online. Kannte ich den Zyzig auch. Lange Reise bis dahin, ne? Sag's dir. Wer fährt ein, geht noch nicht. Ich muss erstmal um den Berg herum. Also wir laufen erstmal hier rum. Und dann. So, wie der Plan. Also erstmal hier rumlaufen. Und ab hier kann ich querfeld ein quasi gehen bis. Oh, Pfeffer ein ist aber trotzdem hart. Nein, Moment mal, Labyrinth hier. Nicht noch anders. Hier querfeld ein. Und dann hier so lang muss ich. Uiuiui. Ich bin gespannt.
Das wird wahrscheinlich ein, zwei Folgen dauern, wenn ich Pech habe. Obwohl, wenn die Folge zu Ende ist, kann ich hinfort. Mario. Besser muss ich hier ein bisschen das machen und porte ich dahin. Über die Steine hüpfen. So, wer sind die da vorne? Sehen aus wie Jäger vielleicht? Nee. Hier, yeah, Ständer, genau. Das Leiden, das die Edra verursachen, wird nicht ungestraft bleiben. Wollen wir es hoffen? Ich habe auch schon so einen kleinen Plan, wie ich die Quests jetzt angehe. Ich mache jetzt erstmal die Hauptquest von Winterfeste. Dann wollte ich eine Hauptquest. Apropos Hauptquest, ich wollte was gucken. Wie weit bin ich in der Hauptquest? Ja, das ist noch der erste Akt. Genau, ich wollte den ersten Akt bei der Hauptquest erstmal beenden dann, danach. Und dann gucke ich mal weiter, weil dann gibt es nämlich noch unzählige Nebenquests, die ich noch machen will, andere Fraktionsquests, die ich machen will. Hab nämlich eine Questliste im Internet gefunden und ich will hier einfach alle Quests machen, die es gibt. Mir egal, ob dann ich dann irgendwann bei Folge 500 bin. Der ist ja fast tot. Was ist hier passiert? Soll ich ihn gleich ein Ende machen? Aber die HP lädt sich ja wieder auf. Er wird sich schon erholen, wie das in der Realität heißen würde. Das war's, Schasso. Tschüss. Tut mir leid. Vielleicht. Oh, gleich komme ich wieder hier in dieser Festung von links vorbei. Von Gravos, Kavos, die ich bald einnehmen muss in der Quest. Stop, sorry. Nein, nicht Ciri. Den Assassinen hätte ich gerne durchsucht. Kralle des Wehklagens hat er dabei gehabt. Ich glaube, sie über 5 Kurse. Oh. Okay. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Ja, das bin ich mal. Da bin ich mal spannend. Das hatten wir ja schon mal. Weil wir so nicht tot sind. Notiz. Ja, wie gesagt, ich schon tausendmal gehabt. Ja, wir freuen uns, das erkennen, wenn die Person bringt, Pipapo Astra. Ja, das ist in Ordnung. Hatten wir schon. Sorry, Asna. Ob sie den Pfeil noch holen? Was du das? Keine Ahnung, einfach weiter habe ich aus dem Pfeil noch gekommen. Ja, die dunkle Bruderschaft. Ich bin gespannt. Wann ich dann auf die Leute der dunklen Bruderschaft sonst noch treffe, außer auf die kleinen Assassinen. Oh ja, mal kurz speichern. Kann man da vorbeilaufen. Also verschwindet. Ja, ich find's schön, wie ihr synchron sprechen könnt, ihr Synchronsprecher, aber ich muss ja kurz Kastafusser, genau. Ich will hier nur vorbei. Ihr scheiß Wegelager. Eines Tages wird die Festung mir gehören. Wir sind alle da. Ne? Kann ich hier eigentlich? Now? Wie stark ist ihr Zweihänder?
die Schwalbe. 35. Also eine kleine Schwalbe. Aber. Gleiche Klinge zum Beispiel. 12. Eisen 224. Elfenschwert, okay. Ja, 17, das war ein kleines Schwert, ne? Gib mir den mal. 232. Das war das andere 35, ne? Okay. Also dieses Ebenschwert. Ebenschwert. Okay, gerade des Wegladens. Die Krummsäge hat nur 17. Kandler-Schwert hat 18. Würde ich auch mal. Ich weiß nicht, ob sie den nimmt. Ich glaube, die benutzt diese Dinger gar nicht. Ich glaube, die benutzt nur ihr eigenes Schwert. Ist egal. Aber so bin ich mal ein bisschen was losgeworden. Apropos loswerden. Da ich ja gleich eh nach der Folge porten will, gehe ich erstmal ins Briesenheim, pack ein paar Sachen weg und dann porte ich direkt nach Labyrinthion und dann geht da die nächste Folge weiter. Aber erstmal müssen wir noch 9 Minuten in die Richtung gehen, was gar keinen Sinn ergibt. Dann gehe ich jetzt erstmal schon mal Richtung Riesenheim. Ergibt mehr Sinn. Also Weißlauf. Das ist in die Richtung. Dann gehen wir mal in die Richtung. In die Richtung noch weiter. Dann machen wir Ditte und dann das andere Ditte und dann sind wir fertig. Und ich habe immer noch den Bug mit Ey, pass auf. Hier ist noch der Weg hier hoch, okay. Erstmal alles weggepackt, was ich nicht mehr brauche. Ich hoffe, es gibt Waffenkisten oder sowas, wo ich erstmal alles reinpacken kann. Beziehungsweise da, wo ich zerstören kann, zerstöre ich erstmal. Muss doch aufpassen, dass ich wieder nicht meine eigenen Sachen zerstöre. Weil die übrigens zwar gekennzeichnet sind, aber ich manchmal nicht drauf achte. Da kommen wir weiter. Das ist Ziege. Heljarchen. Das ist Heljarchen. Weißlauf hier weiter. Okay. Schneebären sammeln. Ich muss in die Richtung. Timer. Das geht euch nichts an, Bürger. Okay. Verzeihung. Bitches. Jetzt hier die Timer. Wahrscheinlich. Naja, ich glaube, in der Folge schaffen wir es nicht, bis nach Weißlauf zu laufen. Ist auch nicht so schlimm. Falls dann ins Weißlauf irgendein Event getriggert wird, steige ich natürlich sofort die Aufnahme. Man weiß ja nie, ob da irgendwas passiert. Zum Beispiel ein Drachenkampf oder so, falls ein Drachenkampf im Weißlauf starten sollte,
will sofort die Aufnahme starten. Hier leckt das gerade ein bisschen hart. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Erwischt. Pfeile sind tatsächlich in den gegangen, schon peinlich. Ich hatte. Hey, kaiserlicher Soldat. Hey, Kamerad, bin auch kaiserlicher Soldat. Und ist er weiß auch schon. Den Turm auch hier drauf? Schwarzer Turm irgendwie? Das könnte ja Neugrad sein. Ist ein bisschen weit weg. Na gut. Ich mache das ja so, da die letzte Folge ja ein bisschen länger war, beende ich diese Folge jetzt schon. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann in Labyrinthien wieder. Eventuell Weißdorf, je nachdem, ob da was passiert, aber sonst in Labyrinthien. Also bis dann. Ciao.